Hallo zusammen, ich habe hier eine EcoFlow River 2 Pro und daran laufen Kompressorkühlschränke wie die hier und eine Kompressorkühlbox nicht. Meine Aussage, es wird von EcoFlow widersprochen. Ja, es trifft zu, dass gewisse Geräte laufen. Habt ihr aber ein älteres Gerät, ob eine Kühlbox mit einem Sekop oder Dampfhauskompressor und ihr wollt das am DC-Ausgang hier anschließen, jetzt hat er wieder ausgeschaltet, ich schalte wieder ein, die Spannung kommt wieder, dann läuft dieser Kompressorkühlschrank, das ist jetzt ein 96F ohne Eisfach, nicht an. Wir haben also das Problem, dass die Steuerungen wie die hier, das ist die Sekop 101N0210, das sind die Steuerungen hier mit den Kühlrippen. Die haben eine andere Anlaufcharakteristik, wie zum Beispiel das Nachfolgegerät, die 101N0212. Habt ihr diese Steuerung drauf? Ohne Kühlrippen auf der Seite. Hier der Vergleich, hier habe ich Kühlrippen, hier nicht. Mit der Steuerung läuft die Kühlbox oder der Kühlschrank. Mit der Nachfolgesteuerung 101N0242. Was ist die hier so mit dem komischen Absatz? Dass die Snap-on-Verbindungen besser passen. Mit der läuft er auch. Aber mit den alten Steuerungen, alle mit den Kühlrippen, sehr verbreitet, eben die 210, die wurden bis 2018 circa gefertigt, wurden auch noch gebaut. Ja, Punkt. Wir haben hier noch die UL-Steuerung, die 650 am Schluss, die funktioniert auch. Aber habt ihr ein Gerät drin mit solch einer Steuerung und ihr habt eine EcoFlow, läuft das Ding nicht. Ich habe hier eine Spannung und alle 68 Sekunden, ich weiß nicht, ob man es dann sieht, probiert der Kompressor zu starten. Jetzt sinkt die Spannung zusammen, jetzt geht es wieder 68 Sekunden, dann probiert das wieder. Seht ihr, die Spannung sinkt zusammen auf 1,6 Volt. Nee, jetzt ist die EcoFlow wieder ausgegangen. Nach ein paar Versuchen geht diese EcoFlow aus. Weil wir haben in dieser EcoFlow keine 12 Volt oder 24 Volt Batterie, sondern eine 40 Volt Batterie. Und dann haben wir ein Netzteil, was von der Batteriespannung präzise 12,5 Volt herstellt. Jetzt habe ich die 12,5 wieder. Sie schaltet dann aus nach einer gewissen Zeit. Hier in unserer Batteriebox drin ist das größere Gerät, hat fast doppelt so viel Kapazität. Da kann ich das Teil einstecken und es geht im Moment, man hört vielleicht, der Kompressor fängt an zu laufen. Also eine alte Box und eine EcoFlow vertragen sich nicht. Das funktioniert nicht. Ich hatte bis jetzt keine EcoFlow, ich habe jetzt auch eine angeschlossen, da muss ich sagen, das geht ja. Nur mit diesen alten Steuerungen keine Chance. Ich habe noch ein Video gemacht zur EcoFlow, dass die zu wenig Strom bringt. Also hier stehen 760 Wattstunden drauf und mit 400 Wattstunden rausgezogen ist Sensekompressor. Punkt.
Hier habe ich noch ein Video über die Batteriebox und hier eins über diesen Schrank ohne Eisfach. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.